Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Schuldig oder unschuldig? Diese Frage können wir hier nicht klären, wollen wir auch nicht. Tatsache aber ist, dass die Staatsanwaltschaft Wien gegen Ex-Bundeskanzler Christian Kern und zwei weitere Personen als beschuldigte Ermittlungen wegen schweren Betrugsverdacht eingeleitet hat. Es drohen im Schuldspruch bis zu 10 Jahre Haft. Es geht um ein gescheitertes Immobilienprojekt, ausgebliebene Zahlungen und fehlende Bauteile. Kern bestreitet alle Vorwürfe, diese seien nicht substanziell und verleumderisch. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute im Studio jenen Mann oder einen jener Mann als Vertreter der Sveta Group, die diese Ermittlungen gegen Christian Kern eingeleitet haben. Grüß Gott, Alexander Weitz. Sie sind Ex-Prokurist der Sveta Group und waren damals Geschäftsführer. Das Geschäft ist 2020 entriert worden von Christian Kern. Und im Februar, wie gesagt, dieses Jahres haben Sie und Ihre Anwälte eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien vorgelegt. Wir haben hier diese Sachverhaltsdarstellung. Darin stellen Sie Kern als Drahtzieher eines Millionenbetrugs vor. Schildern Sie, was werfen Sie Christian Kern konkret vor? Wir persönlich werfen Christian Kern konkret nichts vor. Uns geht es rein darum zu klären, wo bleibt die ausgelassene Leistung oder wo bleibt das Kapital, was im Endeffekt geflossen ist und nirgendwo aktuell zu sein scheint. Wir haben eben, wie gesagt, wir haben bis zum Februar, die Verträge waren damals aus dem 2020er Jahr, bis zum Februar haben wir hingewartet, dass wir vielleicht doch noch eine Leistung oder Rückzahlung, Storno etc. bekommen von dem Vertragspartner, an der Gesellschaft der Herr Kern hauptbeteiligt ist. Es hat sich leider bisher nichts getan, somit hatten wir nichts anderes, wir hatten keinen anderen Ausweg. Wir müssen uns leider auch vor diversen Investorengruppen im Hintergrund rechtfertigen und da können wir auch nicht einfach sagen, ja, das Geld ist unauffindbar, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Wir warten jetzt nach 3 Jahren und die sagen, hey, es gibt bestimmte Ergebnisse, die zu erzielen sind. Dementsprechend haben wir dann diesen ganzen Fall, so wie es da im Akt eben zu lesen ist, von unseren Rechtsanwälten noch einmal aufarbeiten lassen und haben dann auch auf Empfehlung unserer Rechtsanwälte eben die Klage bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Wieso das Ganze jetzt an die Öffentlichkeit getragen worden ist, muss ich jetzt auch noch mal hier erwähnen, ist uns unklar. Also sowas ist eigentlich, wird hinter verschlossenen Türen geregelt und wäre eigentlich auch unsere Intention gewesen. Wir werden in den Medien teilweise als Buhmänner, sage ich jetzt mal, dargestellt, weil wir uns da an den Namen Kern klammern und damit polarisieren oder die Öffentlichkeit da bewegen wollen. Faktisch ist die Anzeige schon Monate vorausgegangen und jetzt erst hat das irgendein Zeitungsblatt eben aufgegriffen und groß gemacht. Wir wollten den Herrn Kern per se nicht anschwärzen. Wir würden wir haben größten Respekt nach wie vor dem Herrn Kern. Es ist uns nur wichtig, da eine Klärung zu finden. Und ja, das ist nur zur Erklärung. Die Sveta Group ist eine große Immobiliengruppe in Österreich. An die 80 Zinshäuser werden von der Sveta, beziehungsweise fast 90 Zinshäuser werden von der Sveta Group besessen oder verwaltet. Mhm. Und 2020 kam eben Christian Kern auf die Gruppe zu und hat ein Geschäftsmodell vorgeschlagen. Worum ging es damals? Es ging darum, also jeder spricht aktuell von der Energiewende. Die Sveta Group war schon seit 2018 auf der Suche nach nachhaltigen Bauweisen und wollte da verstärkt rein investieren, weil seit 2018 die Sveta Group auch verstärkt in Neubauprojekte investiert hat. Hauptaugenmerkmal der Sveta Group war eigentlich Ankauf, Verkauf, Revitalisierung von Altbauzinshäusern in Wien und Speckgürtel.
zum einen und zum anderen dann im größeren Bereich, im Commercial-Sinn, Investments zu tätigen in Europa. Dadurch eben, dass der Bauboom in diesen Jahren auch verstärkt vorhanden war, haben wir gedacht, wir wollen jetzt nicht wie jeder andere nur auf das Bauen gehen, sondern wollen uns da wirklich nachhaltig raussuchen, dass wir auf eine effiziente, saubere Art und Weise bauen können und sind dann auf einen Vertragspartner gestoßen mit Sitzen in Amerika und etc. Da wurde uns viel versprochen. Wir haben einen Background-Check zu diesem Vertragspartner gemacht, der nicht so schön positiv ausgefallen ist und wir deswegen keine Geschäftsbeziehung mit diesem Vertragspartner eingehen wollten. Allerdings hat dieser Vertragspartner... Sie müssen jetzt nur ganz kurz einen Zwischenruf. Dieser Vertragspartner war Christian Kern damals, beziehungsweise seine Gesellschaft. Dazu komme ich noch. Ja. Dieser Vertragspartner war der Partner, so hat er sich uns vorgestellt, von Herrn Christian Kern, welcher dann nach zwei, drei konkretisierenden Gesprächen auch den Herrn Kern vorgestellt hat. Dieser Partner von Christian Kern hat sich dann als der Projektleiter von dieser Baustelle, die wir dann mit dem Herrn Kern als Pilotprojekt starten wollten, herausgestellt. Und so sind dann die Gespräche mit dem Herrn Kern eben entstanden. Also konkret ging es eben darum, dass die Gesellschaft sogenannte Fertigteilimmobilien an ihre Gesellschaft verkaufen wollte. Und damit sollte effizienter gebaut werden. Genau. Fertigteil ist ein passendes Wort. Tatsächlich sind das modulare Homes. Man hat verschiedenste Grundstücksrisse und kann diese modularen einzelnen Teile eben perfekt anpassen auf jede Grundstücksgröße und kann man auch hochskalieren auf 30 Stockwerke. Es wäre perfekt für die Sveta Group gewesen, dazu mal diese modularen Teile dann auch in Niedrigenergiebauweise hergestellt worden wären. Das hat alles super toll und perfekt geklungen und wir waren alle euphorisch und haben gesagt, okay, mit der Größe und dem Volumen der Sveta Group und der Kapazität dieser neuen Gesellschaft können wir ganz viele tolle neue Häuser bauen und Heime schaffen, für günstige Heime schaffen, weil da diese Bauweise, dadurch, dass sie effizient, modular ist, auch sehr günstig eben erzeugt werden kann, haben wir gedacht, okay, wir wollen wirklich mit etwas Neuem durchstarten in Österreich überhaupt, weil eben dieser Bauboom, der zu diesem Zeitpunkt da gerade entstanden ist. Und unser Hauptgesprächspartner und unser stärkster Vertrauenspunkt war eben der Name Christian Kern. Der Vertragspartner war sein Partner, der war der Projektleiter, der war zuständig dann eben für die Baustelle und nicht fürs Wesentliche, nicht für die Verträge etc. Die wurden ja auch mit dem Herrn Kern geschlossen, wie wir Ihnen offen gelegt haben. Was jetzt noch teilweise zu klären ist, ist eben, dass man da vielleicht auf die Konten drauf schaut. Wir haben auf den Herrn Kern seine Gesellschaft das Kapital überwiesen. Und das ist meiner Meinung nach der ausschlaggebendste Punkt und warum ich auch nicht verstehe, warum in den Zeitungen so dargestellt wird, als wüsste man von nichts. Wir haben Geschäfte mit dem Herrn Kern gemacht. Jeder Euro. Aber noch einmal zur Erklärung. Ja, zur Erklärung. Also es ging um diese Fertigteilimmobilien. Mhm. Davon waren Sie überzeugt, das ist das Projekt. Am Papier hat sich das wirklich super. Ja, als Zahlen haben Sie zuerst in, glaube ich, 3 oder 4 Tranchen insgesamt mehr als 1 Million Euro an die Gesellschaft des Ex-Kanzlers überwiesen, an die Eco Smart Home GmbH. Richtig. Ist das richtig so? Richtig. Ja. Insgesamt sind es 1,04 Millionen Euro. Warum wurde das überwiesen, dieses Geld, und wozu diente das? Um eine dieser Baustellen, unser Pilotprojekt da nach vorne zu bringen, also ohne Moos nichts los, Herr Wellen. Ja. Also wir haben eine Anzahlung geleistet, hätten dann mit raschen
Fortschritten gerechnet, welche dann nie geleistet worden sind. Wir haben weitere Zahlungen geleistet. Es wurde immer ein gewisser Druck und eine gewisse Not am Mann aufgebaut, damit wir schneller eine zweite Überweisung tätigen und ein Auge zudrücken, bevor noch überhaupt eine Leistung zustande gekommen ist. Dem sind wir nachgekommen. Irgendwann hat es dann geheißen, also war uns auch klar, wir haben jetzt schon so viel Geld da rein überwiesen, zeigt uns einmal irgendwas von diesem modularen System, liefert einmal was, macht einmal was. Und da war dann eben der Punkt, leider etwas spät, besser spät als nie, wo wir gemerkt haben, wir zahlen da ins Nichts hinein. Wir zahlen verschiedene Module, wir zahlen verschiedene Materialien, die nicht geliefert werden, die wir nie zu sehen bekommen und dann 3 Jahre später nicht geklärt werden kann, wo diese Materialien, Module oder die Leistung oder dieses Geld, was wir bezahlt haben, ist. Und das versuchen wir eben zu klären. Das ist alles, auf was wir... Aber Christian Kern und sein Anwalt sagen jetzt noch vor Zahlung der ersten Tranche von ihrer Seite an, diese Firma, die Fertigteilmobile Module herstellt, habe er sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und hätte damit nichts mehr zu tun, praktisch. Ist das richtig so? Also wenn ich mit jemandem Geschäfte mache, über mit einer Größe wie den Herrn Christian Kern und alles klar geregelt ist in Verträgen, wann etwas wohin zu leisten ist, und sich dann im Firmenbuch etwas ändert, dann sehe ich das nicht sofort. Wir machen nicht jeden Tag von allen unseren Vertragspartnern Firmenbuchauszüge. Und dementsprechend kann ich jetzt ad hoc auch nicht dem in dir noch bestätigen, ob sich da jetzt in der Gesellschaftsstruktur etwas geändert hat zum Zeitpunkt der Unterschrift dieser Verträge. Und zum Zeitpunkt der Überweisungen waren wir mit den Herrn Christian Kern sowohl als auch den Partner in Kontakt und haben auch aufgrund dieser Gespräche diese Überweisungen getätigt. Es gibt keine Benachrichtigung, es gibt kein Ping, dass man sagt, ja, jetzt hat sich einer unserer Gesprächspartner, eine Gesellschaft hat sich jetzt geändert, unsere Gesprächspartner. Ich kann dazu leider nicht sagen, ob er aus der Gesellschaft rausgegangen ist. Mhm. Aber tatsächlich ist, nie wurden irgendwelche Modulteile geliefert. Und das ist das eine. Die andere Sache ist, ursprünglich wurde der Vertrag eben mit der Kerngesellschaft in Österreich abgeschlossen. In weiterer Folge, nach dem Ausstieg von Christian Kern, hatten sie aber als Zahlstelle eine slowakische Firma, die sogenannte EcoSmart Home. An wen haben Sie jetzt eigentlich das Geld überwiesen? An die Gesellschaft von Christian Kern oder an die slowakische Gesellschaft? Bisschen zurück. Also ganz am Anfang, faktisch, waren diese Herrschaften Partner und die waren sowohl in der einen Gesellschaft auch in der anderen Gesellschaft, war der Herr Kern beteiligt. Und wir haben an einen österreichischen IBAN überwiesen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die Gesellschaft selbst in der Slowakei eine Niederlassung hat oder die Hauptniederlassung in der Slowakei ist, das kann ich jetzt nicht so ganz sagen. Es war eine GmbH, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Naja, konkret heißt es hier in der Sachverhaltsdarstellung, dass Sie einmal 150.000 Euro am 16.03.2021, weitere 150.000 am 24.03.2021, 40.000 am 16.04.2021 und so weiter. Es ging immer an die Blue Mind Living GmbH. GmbH ist Österreich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Genau, Österreich. An Österreich. Insgesamt 1,004 Millionen sind hingegangen. Angeblich gehören diese Konten Christian Kern. Ja. Geliefert wurde nichts, hergestellt wurde auch nichts. Haben Sie dann den Christian Kern nicht irgendwann einmal angerufen und gefragt, was ist jetzt? Natürlich. Und wenn man es halt, solange man es gut und nett versucht, dann kann man halt hingehalten werden. Aber irgendwann bleibt einem nichts anderes übrig, dass man da eben von seinen Rechtsanwälten den ganzen Sachverhalt zusammenstellen lässt, da verschiedenste Dokumente beigepackt werden, wie zum Beispiel Überweisungsbelege, die
auch von einem Staatsanwalt eingefordert werden können, wenn die das wollen. Also die Banken können und müssen das freigeben. Und wir sind auch gerne bereit, diese ganzen Überweisungen zu teilen. Und irgendwann kann man halt nicht mehr warten und darauf hinwarten, dass vielleicht doch etwas passiert, weil in diesen 3 Jahren sind ganz, ganz viele andere Baustellen fertig geworden und ganz viele andere Materialien und Häuser zum Stehen gekommen, nur nicht dieses Projekt, das wo weitaus mehr Kapital im Voraus geflossen ist als bei den anderen und überall hat es funktioniert und bei dem werden wir hingehalten und dann schlussendlich irgendwann ignoriert, sodass uns dann nichts anderes übrig bleibt, diesen Weg zu gehen. Dementsprechend, also wir wollen auch nach wie vor nicht mit dem Herrn Kern streiten und wie es von Anfang an erwähnt, wir haben größten Respekt und wollten das auch nicht an die Öffentlichkeit tragen. Wir wissen selbst auch nicht, wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich habe auch schon erwähnt, dass zwischen Anzeige und dem heutigen Termin bei Ihnen, glaube ich, 7 Monate vergangen sind. Dementsprechend war das nicht unsere Intention. Die Anzeige läuft im Hintergrund der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt im Hintergrund. Das war alles nicht unsere Intention. Uns ist einfach nur wichtig, dass diese Sache geklärt wird. Also das kann, wir müssen uns auch rechtfertigen vor bestimmten Investorengruppen und Menschen, die da... Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Ihr Geschäftsführer, der Herr Aviel Josipov, und auch Sie, Sie fühlen sich von Ex-Bundeskanzler Christian Kern im höchsten Maße getäuscht, oder? Also natürlich zweifelt man an den, also man kann sich vieles zusammenreimen. Und wenn man sich das dann, wenn man das Ganze dann Revue passieren lässt, dann wirkt es teilweise wie eine Farce. Aber das Recht hat, wer Recht bekommt. Und das entscheidet dann im Endeffekt der Richter. Das werden wir dann das Ganze noch einmal klären. Man will das halt geklärt werden. Ich will jetzt auch keine Mutmaßungen gegen irgendwelche bösen Intentionen da nachwerfen. Faktisch ist alles zu sehen. Wir haben Geld bezahlt, es ist nichts gekommen. Irgendwo muss das Geld sein oder irgendwo muss die Ware sein. Das ist alles. Es ist eine ganz, ganz konkrete, einfache Aussage. Da gibt es nur schwarz oder weiß irgendwas dazwischen. Wenn irgendwo der Fehler sein würde, dann müsste man ja nachvollziehen. Man müsste ja da dieser Spur nachgehen und herausfinden, okay, wo war der Punkt, wo man sagt, das war ein Fehlinvestment und nicht in Sand gesetzte Million, sondern da ist irgendwo was schiefgegangen, so wie es ja teilweise auch dargestellt wird, dass da was schiefgegangen ist und dass bei Bauprojekten was schiefgehen kann, das verstehen alle und das würde ich auch verstehen, aber da muss einmal irgendwas passiert sein, dass was schiefgehen kann. Eine Million entgegennehmen und nichts machen, das funktioniert einfach nicht. Ja, aber die andere Seite argumentiert eben damit, um diese Fertigteilmodule zu bauen, um herzustellen, brauchte es ein Anlaufinvestment. Und er, Kern, habe das war in dieser Zeit auch schon zwischen 200.000 und 300.000 in diese Gesellschaft investiert, die jetzt dann auch weg sind. Also Herr Fellner, wir spekulieren jetzt, aber wenn ich sage, ich brauche ein Anlaufinvestment, das war ja nicht die Sache der Sveta Group, dass wir den Herrn Kern oder diese modulare Bauweise hier vorfinanzieren oder denen dann helfen, dass als Startup modulares Bau. Es gab Verträge, es gab ein Pilotprojekt, es hat einen konkreten Preis gegeben, für x Euro bekomme ich x Module, die geliefert werden. Diese x Euro sind überwiesen worden, es sind keine x Module geliefert worden. Alles rechts und links, das ist reine Spekulation. Ich investiere nicht in eine Firma, damit sich diese Firma aufbaut. Wenn Sie jetzt keine Hausnummer, sich jetzt ein Glas Wasser kaufen wollen und Sie zahlen das Glas Wasser, dann kann der nicht sagen, und der verkauft Ihnen ein Glas Wasser, dann kann er nicht sagen, so wie das jetzt dargestellt wurde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so bisher gelesen habe, dass man sagt, damit wurde erst einmal die Wasserpumpmaschine gekauft oder damit wird einmal der Wasserteich angelegt. Na, Sie wollten ein Glas Wasser. Alles andere drumherum steht nicht zur Debatte. Und da verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Aus den Erträgen ist ersichtlich, wir haben Betrag X für Module X. Und das ist alles, was geklärt werden soll. Und diese Module sind nicht geliefert worden. Noch einmal kurz zur Erklärung, weil die Causa ist etwas komplex. Also im Jahre 2020 hat der Geschäftsführer der Sveta Group, das ist eine große Immobiliengruppe in Österreich mit mehr als
90 Zinshäusern, vielen Projekten in Wien. Also eine Millionentruppe. Gemeinsam mit Christian Kern wollte man das ultimative neue Bausystem entwickeln mit sogenannten Fertigteilhäusern. Man hat sich auf das Geschäft eingelassen, einen Vertrag mit der Gesellschaft von Christian Kern in Wien abgeschlossen. Kurz vor Beginn des Projektes hat sich Kern mit seiner Gesellschaft aus dem Projekt allerdings zurückgezogen und transferiert wurde das Projekt an eine slowakische Gruppe. Allerdings, die Million, und darum geht's, ist auf das Konto der Gesellschaft von Christian Kern in Wien geflossen. Und dort liegt bis heute oder auch nicht, niemand weiß es, Christian Kern sagt, er werde jetzt zu Unrecht vor den Vorhang gezogen. Da war überhaupt kein Betrug dabei. Er habe bei dem Geschäft auch Geld verloren. Das glaube ich ihm auch gern. Aber dann würde ich Sie aber werfen ihn vor, dass er Sie getäuscht hat und dass das Projekt von Beginn an eigentlich ein Luftgeschäft war. Also über sowas, wenn irgendwo 1 Million Euro fehlen und man den teuren Geld Gutes nachwerfen will, dann hat man halt so seine Gedanken und lässt halt die ganze Zeit Revue passieren und dann ist das alles halt ein wenig suspekt. Ich will hier den Herrn Kern weder das eine noch das andere vorwerfen oder hier weder in die eine noch in die andere Richtung lenken, sondern ich will hier Klärung irgendwann einmal aufgrund dieser Anzeige da bewirken. Ja, aber ich will wissen, wo ist diese Million? Ja. Wenn die noch da ist, dann kann man ja ganz einfach sagen, noch bevor ich da über drei Ecken mit Ihnen da jetzt unterm Strich jetzt indirekt an den Herrn Kern kommuniziere, wenn das Kapital da ist, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, oder auch nicht, dann ist das ja ganz leicht beweisbar. Dann kann man ja sagen, hey, liebe Sveta Group, da ist jetzt ein bisschen Furore entstanden und das ist in der Zeitung und Sonstiges. Schaut, das Kapital ist noch da, es gibt Schwierigkeiten Sonstiges oder von dem Kapital ist noch ein X-Betrag da, es gibt Schwierigkeiten Sonstiges. Ohne Kommunikation weiß ich das nicht. Ich bin jetzt aus meiner Sicht, ich habe 1 Million überwiesen und habe nichts. Das ist alles. Und diese Million habe ich nicht überwiesen an irgendwelche Vertragspartner oder irgendein verwirrendes Firmenkonstrukt hinten raus, sondern das haben wir nicht ohne Grund gemacht, auch wenn wir sagen, Christian Kern vertraut man blind, er war Bundeskanzler, er war Geschäftsführer, EWB, sonstiges, sondern wir haben gesagt, wir machen keine Geschäfte mit Firmen, die nicht in der EU sind. Es gibt verschiedene Gesetze, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da Sanktionen oder sonstiges durchzugreifen. Und wir machen Geschäfte am liebsten mit österreichischen Firmen und haben dieses Geld auch an eine österreichische Firma zwar lautend auf den Herrn Christian Kern, gleichnamig mit sehr, sehr vielen anderen seiner Gesellschaften. Die Blumens Living hieß die, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, oder EcoSmart Home und hieß dann Blumens Living, haben dort dieses Geld hinüberwiesen. Es gab verschiedenste Funktionen von der Blumens Living, wie die mit diesem Geld umzugehen hatte. Es ist jetzt nicht klar definiert, wo ist das Geld. Es ist nicht klar definiert, wo unsere Leistung ist. Es ist nicht klar definiert, wo unsere Module sind. Oder ob überhaupt ein Material, auf welches die Hand, die Eigentümerschaft wir haben, weil wir dieses Material bezahlt haben, wo dieses Material für diese Module sind. Es ist für uns einfach nichts. Wir stehen da mit leeren Händen. Das. Also wenn Christian Kern bzw. seine Partner auf Sie zukämen und sagen würden, wir rücküberweisen diese 1 Million, wäre für Sie die Sache erledigt. Oder? Ganz einfach, ganz einfach. Man könnte ihm ja gar nicht vorwerfen, wenn das dann wurde der Vertrag annulliert, aufgelöst, sonstiges, einvernehmlich, wir schütteln uns die Hand, jeder geht seinen Weg und die Sache ist erledigt. Es kann ja, wenn ich jetzt 1 Million wegwerfe, kann ja nicht weg sein. Ja. Sagen Sie aber noch eine Frage, ob die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erheben wird oder nicht, steht noch nicht fest, oder? Das steht noch nicht fest, aber ich glaube, versetzen Sie sich jetzt ganz kurz in die Lage eines Staatsanwalts. Sie hören das genau so. Es ist 1 Million überwiesen worden, es ist nichts erbracht worden. Was ist die erste Frage, die Sie sich stellen? Ja. Wo ist die Million? Ja. Ganz einfach.
Und solange das nicht geklärt werden, also wenn das geklärt werden kann, dann wird die Staatsanwaltschaft das ganz schnell um den Tisch bringen. Aber wenn das nicht geklärt werden kann, wo ist dieses Geld, solange man uns oder den Herrn Kern nicht fragt, wo ist dieses Geld und danach forscht, dann wird man das nicht einfach so abweisen können. Ich glaube, es ist ja kein kleiner Betrag. Also. Und wenn Sie den Christian Kern anrufen wollen, hebt er nicht ab, oder? Das wurde mehrfach, also jetzt haben wir schon länger nicht versucht. Er hat unsere Nummer, wir haben seine Nummer. Dadurch, dass das jetzt ein bisschen so in die Medien gekommen ist, hält man sich gegenseitig auch bedeckt. Wir haben es immer wieder versucht, aber der Kontakt ist dann abgebrochen. Als von der anderen Partei auch gemerkt worden ist, dass wir da jetzt nicht mehr warten wollen und jetzt endlich eine konkrete Lösung haben wollen, irgendetwas bekommen wollen, gebt uns was, Module, gebt uns unser Geld zurück, macht irgendetwas, ist dann der Kontakt abgebrochen. Das war's dann. Es ja. gab noch hin und wieder dann in sporadischen Abständen Termine, wo man irgendwie etwas klären wollte oder wo man gesagt hat, ja, okay, man übernimmt jetzt diese Projektgesellschaft, dieses Pilotprojekt wurde uns angeboten, dass man das übernimmt, was wir super toll gefunden haben, weil das war ein Schritt in Richtung Klärung. Und diese Gespräche sind dann ganz schnell ins Nichts verlaufen und dann war wieder Kontaktabbruch über Monate. Und so hat sich das dann eben bis hin auf 3 Jahre gezogen, sodass wir dann immer gewusst haben, wir können halt nicht warten. Auf was will man warten? Wenn ich von der Bank ein Geld leihe, muss ich Zinsen zahlen. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine komplexe Causa. Es gilt natürlich für alle genannten Personen die Unschuldsvermutung. Noch einmal zusammengefasst, worum geht es da eigentlich? Christian Kern habe 2020 ein Geschäft entriert. Da ging es um 37 Wohneinheiten, Gesamtvolumen an die 10 Millionen, glaube ich, wäre das Investment gewesen in der Esslingstraße in Wien. Geliefert werden sollten Fertigteilmodule. Weder die Module wurden geliefert, noch ist das Projekt jemals zustande gekommen. Aber die Swetter Group, eine große Immobiliengruppe in Wien, hat 1 Million oder etwas mehr als 1 Million an die Gesellschaft von Christian Kern überwiesen und fordert das Geld nun zurück, weil Kern seit 3 Jahren sagt, der ehemalige Prokurist Weid auf Tauchstation ist, habe man bereits im Februar Klage wegen Betrugsverdacht eingeleitet. Wann es einen Prozess oder überhaupt eine Anklage gegen Christian Kern geben wird, steht derzeit noch in den Sternen. Danke vielmals für dieses ausführliche Gespräch, Herr Weid. Danke Ihnen, Herr Wendel, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie mich hier gehostet haben. Ich hoffe auf eine baldige Klärung. Ja, wir werden sehen, wie dieses Verfahren ausgeht. Wir haben in der Causa Christian Kern natürlich auch im Büro des Ex-Bundeskanzlers angerufen und um eine Stellungnahme gefragt. Sein Anwalt, Paul Kessler, hat uns jetzt das übermittelt. Er schreibt, alle Vorwürfe gegen Christian Kern sind haltlos und verleumderisch und wurden bereits im Rahmen der Eingaben im Ermittlungsverfahren widerlegt. Und weiter führt der Anwalt eben aus, die Anzeige dient eigentlich nur darum, um den Namen von Magister Christian Kern zu diskreditieren. Nichts anderes ist die Intention der Anzeige. Die Gesellschaft, an der Magister Kern beteiligt ist, ist nicht einmal Vertragspartner der Gegenseite. Soweit die Stellungnahme von Paul Kessler, Anwalt von Christian Kern.